nächste Frage lautet, ab wann soll ich mit meinem Kind zum Kinderzahnarzt gehen, beziehungsweise in welchen Abständen sollte ich einen Kinderzahnarzt besuchen? In der Regel ist es so, dass wir empfehlen, ab dem Durchbruch des ersten Zahnes, so im halben Jahr, dass wir dort schon durchaus den Kinderzahnarzt aufsuchen können. Und die durchschnittliche oder die Besuchsdauer ist dann in der Regel so 15 Minuten. Und wir sollten das alle halbe Jahr, so wie beim Erwachsenen auch, durchführen. Das hat zum einen den Grund, dass wir relativ schnell erkennen können, dann, wenn etwas vorliegt und wir sehr zügig Behandlungsstrategien durchführen können. Das wird wahrscheinlich in den ersten anderthalb bis zwei Jahren wird bei guter Pflege gar nicht sein, und so, dass wir damit eigentlich beim Kind eine Gewöhnungsphase für den Zahnarzt damit gleichzeitig bedingen. Das hat den Vorteil, dass es frühzeitig daran gewöhnt wird, in regelmäßigen Abständen zum Zahnarzt zu gehen. Ganz wichtig finde ich, wenn Sie noch Fragen haben oder wenn man zu diesem Themenkomplex Kinder speziell noch mal Tipps und Tricks möchte, es gibt von jeder Zahnärztekammer sogenannter Kinderpass. Dort sind noch mal die Abstände der Besuche aufgeführt. Es sind sehr hilfreiche Informationen gegeben, die Ihnen zum Beispiel zur Pflege Tipps geben, zur Ernährung und zu den bestimmten Fluoridierungsmaßnahmen oder Prophylaxemaßnahmen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Tool, weil man, wenn man auch jetzt hier hört, was man tun kann, doch oft noch fehlende Informationen bei sich hinterlegt hat, und die möchte man gerne bearbeitet haben. Und die werden sehr, sehr gründlich eigentlich in diesem Heftchen abgearbeitet.